Hallo, ich begrüße dich zum Start in Kalenderwoche 19. Der Benny Salut ist nochmal Papi geworden. Am 12. April ist der Levio auf die Welt gekommen. Wir gratulieren der jungen Familie natürlich ganz herzlich. Der Benny hat uns eingeladen, am 13. Mai bei ihm zu Hause den neuen Erdenbürger gebührend zu feiern. Wir hängen noch das Blatt aufhängen im Magazin, wo du dich kannst eintragen kannst, damit der Benny weiss, wie viel von seinen Arbeitskollegen er dann am 13. Mai kann begrüssen. Am letzten Freitag haben wir ja unsere Hodl und Partner Party in der Braustation feiern. Ich hoffe, du hast den Abend genossen. Für mich war es ein schöner, lässiger, lustiger Abend und ich hatte Freude, ein paar Stunden mit dir zu verbringen. Und auch noch persönliche Information. Ich bin nächste Woche nur bis am Mittwochabend im Geschäft. Ab am Donnerstag bin ich in Holland. Am Donnerstag haben wir eine Sitzung vom Europäischen Landschaftsgärtnerverband und nachher werde ich noch die Floridiade besuchen. Die Floridiade ist eine Gartenausstellung, die nur alle 10 Jahre stattfindet. Ich werde dir dann ein paar Bilder zeigen und vielleicht hast du dann auch noch Lust, die Ausstellung zu besuchen. Sie läuft bis im Spätsommer. Im Wochenthema wollen wir dir eine neue Maschine vorstellen, und zwar die Mähraupe Agria 9500-80. Mähraupen von Agria haben wir gekauft, damit wir Wiesenböschungen mähen können. Sie ist ferngesteuert und das ergibt natürlich ein sehr sicheres Arbeiten für unsere Mitarbeitenden. Du siehst, hier läuft sie aussen am Wall bei uns auf dem Kaiserhof Böschung drauf und dort ist sie ja brutal steil. Und das schafft sie also problemlos. Laut Herstellerangaben kann sie Böschungen bis zu 50 Grad Neigung bearbeiten. Das entspricht rund 120%. Ist also recht eindrücklich, wie sie hier an diesen Böschungen oben klebt und gleichzeitig kann mähen. Du siehst auf diesen Aufnahmen, die Mähraupe ist sehr wendig. Sie hat unten innen ein Mulchmesser. Das sehen wir als grossen Vorteil gegenüber einem Schlegel. Sie hat einen Kawasaki Viertakt-Benzinmotor drauf mit rund 16,2 PS. Eine Schnittbreite von rund 80 cm und ein Gewicht von 370 kg. Die Mähraupe haben wir gekauft, damit wir körperschonender arbeiten können. Es ist aber natürlich nicht die Idee, dass wir in Zukunft nur noch auf dem Liegestuhl hocken und Mähraupen ländlich krampfen. Gut, du siehst, das ist eine ganz coole Maschine. Wir werden ein paar Mitarbeiter von uns darauf schulen. Da werden nicht alle können mit dieser Maschine fahren können. Der Matthias Escher aus dem Bereich Gartenpflege wird dann die Einsätze organisieren. Diese Maschine ist nicht ganz billig. Sie kostet etwa so viel wie ein Auto. Und zwar rund 32'000 Franken. Gut, und dann wie immer an dieser Stelle ein paar Bilder von den Gärten und Baustellen der letzten Woche.
Gut, das wär's gewesen. Jetzt wünsche ich dir ganz einen erfolgreichen Start in die neue Arbeitswoche. Einen schönen Tag, mach's gut und have fun!